Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Kanal und zu versprochenen kurzen Vlog heute am Sonntag. Ich habe es ja gesagt, heute haben wir mal ein kurzes Video außerhalb der Reihe. Ich habe jetzt gerade einen Workshop gegeben, habe hier ein kleines Amazonas-EU-Becken eingerichtet. So ein bisschen in Nature-Style, mit ein paar schönen Wurzeln von Aqua Kallax. Hey. Und mit dem schönen Filter von Aqua Kallax. Ja. Erzähl doch mal ganz kurz, was ist so ein Filter, komm. Also ich hab mir überlegt, dass man normalerweise, wenn man das Becken jetzt zu Hause stehen hätte, wäre es geil, wenn man die komplette Matte bepflanzt mit Moos, ne? Ja, also das ist auch so für Scraping-Bereich eigentlich so die schönste Art, wie man irgendwie einen Innenfilter verstecken kann. Ja. Da eignet sich ein HMF natürlich bombastisch für. Denn wenn ich den zum Beispiel mit Java-Moos bestücke, dann schadet das der Filterleistung null. Das beeinträchtigt ihn natürlich überhaupt nicht. Ist halt nur beim Saubermachen dann ein bisschen schwierig wahrscheinlich, ne? Oder? Wenn man überhaupt sauber machen muss. Ja, wobei, guck dir jetzt mal alleine dein Becken hier an. Du hast hier gute 54 Liter sowas um den Dreh. Ja. Und du hast da einen Filter drin, der hat eine Filterleistung von gut 150 Liter. Okay. Das heißt, bei einem mageren Besatz wird dieser Filter niemals an seine Leistungsgrenze kommen. Das heißt die Belastung, Standzeit, die er kriegt, wird er auch verarbeiten und in schöne Stoffe für die Pflanzen umwandeln. Das heißt, die Standzeit, da reden wir von anderthalb, zwei Jahren, bevor wir da überhaupt mal dran denken, da was dran zu machen. Bis dahin hat man sich entschieden, das Becken neu einzurichten. Ich habe neue Tiere, neue Pflanzen, neues Becken. Ja, es ist immer so. Ja. Ansonsten, was haben wir da benutzt? Was für Wurzeln? Was sind das für welche? Das sind auch bei dir aus dem Shop, oder? Ja, da haben wir Driftwood genommen. Wir haben schwarze Mini-Landschaft. Ja, die schwarze Mini-Landschaft. Die sieht im Wasser natürlich, jetzt ist es noch trocken, im Wasser ist das richtig schön dunkles Schwarz durchzogen mit den weißen Stellen. Mit den Marmorierungen, ja. Marmorierungen da drin. Bei den Pflanzen kann ich dir echt nicht weiterhelfen. Also wir haben hier Hintergrund bei Pflanzen, ich glaube Sessifolia haben wir. Hier oben haben wir ein bisschen Hemianthus cuba als Aufsitzer. Hier ein bisschen, ich glaube es ist Limnophila, ich weiß nicht, was ist. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Ich bin zu durch heute. Dann haben wir hier so ein bisschen Kryptos. Hier vorne noch ein bisschen Kryptos. Hier haben wir eine Staurogyne. Und ja, also guter Mix. Dann hier nochmal eine... Ja, mit Wasser wäre es natürlich schön, wenn die Seerose auch so ein bisschen die Blätter schwimmen lässt. Schön wäre es, wenn ihr jetzt hier wärt und würdet sagen, ey, das Blicken gefällt mir, das nehme ich direkt mit, das würden wir euch versteigern hier. Ihr könnt euch gegenseitig ein bisschen hochbieten. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch hinkriegen. Vielleicht kriegen wir es auch versteigert, wir schauen einfach mal. Genau. Befüllen werden wir es wahrscheinlich nicht mehr jetzt mit Wasser, das wäre jetzt Schwachsinn, das Ganze nochmal zu befüllen, oder? Denn wenn es denn tatsächlich weggeht, dann möchte derjenige wahrscheinlich ohne Wasser weggehen. Ja, genau. Das könnte einfacher sein. Ja. Als Beleuchtung haben wir natürlich eine Daytime-Leuchte, die haben wir gerade zur Verfügung gestellt bekommen. Auch sehr geile, mit zwei Modulen. Also Licht ist auf jeden Fall auch ordentlich am Start. Definitiv. Richtig schickes Ding. Ja, richtig schick. Kannst du kaum reinfüllen. Nee, lass mal. Ja. Na, eigentlich müssen wir das Ganze jetzt mit Osmosewasser befüllen von Osmo Unity, ne? Das ist es. Ja. Aber, naja. Es soll ja nur ganz kurz ums Becken gehen und um uns mal zu zeigen, was so möglich ist. In 15 Minuten. 20 Mal. Ich muss dazwischendurch schon wieder, wieder arbeiten, ja. Ja, und Gespräche führen. Aber das ging rasant. Und ich sage ja, wenn ich das gemacht hätte, ich wäre schneller gewesen. Aber dann würdet ihr jetzt hier auch eine Ananas und SpongeBob sehen. und eine Muschel mit Luftblasen oder so. So blub, 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 blub. Nee, aber wie gesagt, kurzer Workshop. Das seht ihr dann nochmal ganz kurz. Den ganzen Workshop seht ihr noch im Hauptvideo dann. Hier, Alex hat gefilmt. Und ja, wie gesagt, im Hauptvideo geht es dann nochmal vom Workshop ein bisschen was, von der Messe noch ein bisschen was. Und ja, wir laufen jetzt nochmal eine ganz kleine Runde über die Messe, zeigen euch noch ein paar Highlights und dann machst du auch mit dem Video für heute. Für diejenigen, die da waren, die ich persönlich kennenlernen durfte, die wir persönlich kennenlernen durften. Richtig. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Und ja, schauen wir mal, was nächstes Jahr. Und wer nicht dabei war, dann kommen wir nächstes Jahr. Ja, genau. Nächstes Jahr. Gut, dann laufen wir nochmal eine kleine Runde. Ah ne, Nate-Drop kommt noch. Nate-Drop. Der kommt jetzt auch noch ganz kurz. Den kriegt ihr jetzt hier. So, wie versprochen, der kurze, spontane Vlog. Ich habe hier, den kennt ihr ja. Erklär doch mal meinen Zuschauern, wer du bist, für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Ich finde es schön, dass du auch die ganz kleinen YouTuber unterstützt. Vielen Dank. Ich bin Tobias Neier aus dem Hause Nature. Und wir beschäftigen uns eigentlich primär mit der Meerwasser-Aquaristik. Aber wenn ich so was Schönes, was uns der Herr Heuer hier hingezaubert hat, sehe. Das hier meinst du? Eben beim Workshop.
Das fixt dich doch jetzt an für Süßwasser, oder? Ich muss ehrlich sagen, ja. Ja. Kein Witz. Perfekt. Doch. Also war für mich die ganze Zeit so eine Sache, nee. Aber durch viele, viele, viele Zuschauer, Einsendungen, die uns ihre Süßwasser-Aquarien zeigen, komme ich 100% in die Richtung. Aber sowas. Gut, dann müssen wir uns das nächste Mal unterhalten, würde ich sagen. Ja, ja. Machen wir. Ja. Wie findest du die Messe sonst so? Du bist jetzt auch einmal rumgelaufen? Also wir sind einmal komplett durch und mich haben viele vorgewarnt, dass es zu Komplikationen von Ausstellern auch gekommen ist, dass also wirklich nur wenige Leute hier sind. Ich muss für mich jetzt sagen, dass es eigentlich eine schöne Erfahrung war. Ja. Also viele, viele nette Gesichter, ganz, ganz viele tolle Leute, mit denen man sich hier unterhalten kann. Menschen, mit denen man auch nicht gerechnet hat oder... Also dieser Bücherstand ist ja krass. Hast du das gesehen? Ja, das ist heftig, habe ich gesehen, ja. Also sowas stehe ich ja total. Also ich habe ein sehr, sehr, sehr gutes Gefühl, wenn ich jetzt hier wieder nach Hause fahre, muss ich sagen. Das ist doch sehr, sehr geil. Ja. Ja. Aber ihr fahrt jetzt noch weiter, ne? Wir haben direkt noch einen Termin hier. Ja, klar. Ja. Ich habe jetzt nach 3 Tagen endlich mal gleich Feierabend. Wir bauen jetzt noch das Becken ab und dann fahre ich nach Hause. Ist das Arbeit für dich oder was? Feierabend. Bitte dich, das macht doch Spaß. Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Sascha, aber die Arbeit, was jetzt danach noch kommt, ist. Ja, liebe Grüße an jeden von euch. Genau. Schaut mal beim Netro vorbei, der hat auch ein schönes Messevideo gemacht. Eher mehr Wasserlastik wahrscheinlich wieder von hier, ne? Ja, deswegen. Alles klar. Ja. Deswegen bei mir seht ihr im Hauptvideo dann wahrscheinlich Süßwasser. Jetzt im kurzen Vlog, dann kurz im Netro auch wieder. Mein Lieber. Feiner Kerl, danke dir. Und ja, du machst es heim. Hast du schon wieder geschnitten? Nee, ich hab nur noch meine alte Verletzung. Achso. Mein Bass. Mach dich. Macht's gut. Macht's gut, ciao. So, und da Nate-Drop ja gerade von dem Stand hier geschwärmt hat, mit den Büchern. Komm, erzähl doch mal ganz kurz, was du hier so hast, damit also wir das auch mal vorstellen. Ich habe meine Dubletten, ich habe eine Fischbuchsammlung. Man sieht, es ist schon ein bisschen mehr. Mhm. Ja, verschiedenste Ausgaben, alle Originalausgaben, teilweise handsigniert. Ich übernehme ganze Bibliotheken, Unibibliotheken, Privatnachlässe und so Lohn. Okay. Und ein Teil davon, also nur das, was ich wirklich doppelt stehen habe, gebe ich davon weiter. Und geht runter bis 1850, bis dann heute, teilweise auch ganz neue Sachen. Okay. Ja, richtig seltene Bestimmungssachen. Ja, krass. Ja, also zum Beispiel kann man mal so zeigen, richtig selten, Bleker. Okay, das ist ja schon echt uralt, ne? Ja, das ist echt uralt. Ja, also sehen auch toll aus. Also wenn du die Tafeln so siehst, ja, gibt es dann eine Schwarz-Weiß-Tafel. Moment. Ja. Ja, schauen wir uns mal an. Ja, wenn du mal aufklappen. Hast du ja, glaube ich, mit Akbar Diktat schon was zusammen gemacht, ne? Mit André und Kevin? Ja, die haben mal kurz so, guck, siehst du? Das sieht so eine Originaltafel aus. Und das wird dann auf die Fische benannt. Ja, krass. Das ist sozusagen der Nachweis. Dann hast du alte Firmenkataloge, hier hast du den Scholz und Pötke, den Jubi-Katalog, sagt man dazu. Oh, richtig nice, ja. Guck mal, da hast du die Tiere richtig bei, waren die eigentlich mit Preisen. Und was sehr, sehr schön ist, wir haben ja mal mit Nano, hast du ja auch eine Menge zu tun, wird dich total peitschen. Guck mal hier, weil Nano ist so neu gar nicht, sondern schon in 30er Jahren, siehst du, das ist ein Originalbecken. So eine Becken habe ich zu Hause stehen, im echt? Original. Ich glaube, da muss ich mal dahin besuchen kommen, oder? Ja, auf Facebook habe ich ja so zwei, drei Sachen gepostet. Und du hast dann hier hinten hast du auch die, warte mal, vielleicht sehen wir hier, siehst du, in Glas. Mhm. Also man hat damals schon Mulmsauger aus Glas gehabt, hier siehst du da alles aus, wie heute Aqualet, wie heute Ada. Ja, krass. Also Amano war früher in Deutschland und hat sich die Sachen dann im Original teilweise angeguckt und mitgenommen. Und hat die dann nachgebaut, oder? Nachgebaut, ein bisschen unmodifiziert, aber eben auch Originale mitgenommen, weil man hatte damals kein Silikon. Also Silikonschläuche kamen erst so um 1930, 40, waren die für die Aquaristik maßgebend. Und da kannst du natürlich toll so eine Sache nachvollziehen. Ja, also ja sehr, krass. Sehr schön, macht sehr viel Spaß. Ja, ist eine sehr schöne Sache. Jo. Und dann normalerweise, wie gesagt, auf der Animal hast du ja gesehen, habe ich auch so... Da war ich leider nicht da. Da war ich leider nicht genau, da habe ich dann so mit wasserbetriebenen Luftpumpen, man hat das früher gemacht. Die Becken, die früher waren, waren dann auch zum Teil unter dem Becken beheizt mit Petroleum. Aber du siehst alte Kalender, man hat sich früher echt Mühe gegeben. Tetra hat für... Den habe ich schon mal René gesehen, den Kalender, den genau, hat er gekauft. Der hat den hier gekauft, weil... Das ist auch richtig geil, müssen wir gucken, da sind Original-Briefmarken drauf. Ja. Ausgestanzt mit original kleinen Halterungen. Ja. Hat Tetra gemacht für Kunden über 1 Million Umsatz. Okay. Und Spezialkunden, also ganz kleine Auflage. Und ich habe damals... Also vom Tetra sozusagen die Restauflage übernommen. Mhm. Und ich finde das einfach nur das ist geil. Also so,
Also ist außerdem zeitlos. Verstehst ja, du? Sowas, sowas gibt es heutzutage nicht mehr, ne? Sowas ja. gibt es nicht mehr. Oder so, guck mal, da haben sie später dann... Ja, der ist auch geil, der Kalender. Ja, also guck mal, mit ausgestanzt und noch... Guck jetzt an, müsst ihr euch mal überlegen, was das für eine Arbeit dahinter steckt für so einen Kalender. Ja, also, das ist Wahnsinn, ja. Also das ist ja nicht nur, dass du jetzt sagst, okay, wir haben eine Idee, sondern die Briefmarken sind vom Sammler... Da fehlt nicht ein Zacken, da ist nichts. Die ja, sind krass. Egal wie. Kann man theoretisch noch verwerten, ne? Also, die kannst du komplett, ja. kannst du, also für einen Sammler ist das richtig wertvolle Gedöns. Mhm. Richtig wertvoll, weil du kriegst in der Qualität, kriegst du es nicht mehr. Ja, krass. Ja? Und ich habe deswegen auch so einen leichten Crossover, weil der Aquarianer ist nicht nur Aquarianer, er ist Tierliebhaber. Ja. Das war früher so. Und ist heute auch noch so. Ist heute genauso. Ja? Und deswegen habe ich diese Sachen auch mit. Weil die Leute haben das mitgesammelt. Ja. Hundeliteratur, ja, guck mal hier, ganz seltenes Buch. Handkolorierter Kupferstich krass. Mit Eye-Tempera. Okay. Also richtig schwer. Mhm. Auflage insgesamt bei Kupferstichen immer um die 100, maximal 80 bis 90 Exemplare mit Eye-Tempera 50. Okay, krass. Ja? Also das ist schon richtig selten. Ja? Also können wir den Leuten auf jeden Fall mal sagen, die jetzt gerade das Video schauen, wenn sie dich auf der nächsten Messe sehen, sollen sie mal bei dir vorbeikommen, das lohnt sich auf jeden Fall. Immer, lohnt sich immer. Ja, du bist ja auch, glaube ich, auf jeder Messe vertreten, ne? Ja, eigentlich bin ich auf jeder Messe vertreten. Ja. Der Hintergedanke war eben auch früher und ist es auch heute, einerseits, wenn jemand fragt, Fische züchten. Mhm. Das ist ja kein Handwerk, was jetzt die letzten 20 Jahre entstanden. Das hat eine sehr lange Tradition in Deutschland. Wir waren weltführend. Ja. Wir waren früher die Exportweltmeister in Fischen. Egal wie. Mhm. Ja. Und deswegen, man könnte fast schon sagen, Facebook-Gruppen gibt es ohne Menge. Aquaristik ist ein geschwätztes Hobby, ist so. Ja. Deswegen gibt es so viele Bücher. Ja, klar. Ja. Und deswegen kann man da auch immer wieder zurückgreifen. Und die Literatur ist aktuell. Also es ist nicht so, dass sie überholt ist. Ja, es wird ja nicht schlecht, ja genau. Nee, ich meine, Fische. Kniffe und Tricks, ja. Ja. Kann man immer noch lernen. Vor allem sieht man nochmal Tricks, die man noch nicht kennt, in so alten Büchern, die man vielleicht wieder vergessen hat. Das ist wie mit den Fischen. Ja, es gibt Fische, die super schön sind, die schon wieder vergessen wurden mit der Zeit. Die komplett weg sind und wo du dir die Hacken nach absuchst, um überhaupt Informationen zu bekommen. Genau. Und das ist halt schön. Weißt du, das ist ja auch sinnvoll. Ja? Man kann dann auch in so eine Sache reingehen. Wo habe ich es hier stehen? Steht bestimmt vorne irgendwo. Also hier zum Beispiel sind auch Steindachner Sachen aus den Zeitschriften. Mhm. Man kann nachher zum Beispiel hier, hochinteressantes Buch, nur mal so am Rande, wer wissen will, wie die Pflanzen am Fundort sagt, die benötigen. Da steht es drin, ist vergriffen, kriegt man nicht mehr. Kriegt man nur bei dir. Ja. Hast du irgendwie, kann man dich irgendwie online irgendwie kontaktieren? Ja, also auf Facebook auf allemal einfach meinen Namen Fred Rosenau eingeben. Mhm. Ich mache auch Lehmfutter sehr viel, weil ich sage, wer Lehmfutter züchten kann, kann jedes Tier züchten. Okay. Ist so. Und falls Kulturen umfallen, also so Mikro, Essigkehlchen, Rädertiere, dann kann man eben wirklich sagen, wir brauchen Ersatz irgendwo her, weil das geht ganz schnell. Ja. Kampffische, ersten 24 Stunden brauchen die Infusorien und wenn ich nichts habe, ja, klar. Hier in so einen Gruppen findet man neuerdings, wir sind so stark geworden, gerade in der Lebensfuttergruppe, über 5000 Leute, womit wir nie gerechnet haben. Mhm. Die ist eigentlich damals gegründet worden, damit wir Züchter uns untereinander schnell verständigen können. Ja? Ja. Und Zoohandel kann man sowas neuerdings anbieten, weil ich einfach die Sachen dafür passend gemacht habe. Ich bin Tierpflegemeister vom Beruf und da lernst du so eine Sachen so zu machen, dass ein Anfänger mit klarkommen muss. Ja. Ist ja, ja klar. Wenn ich Auszubildenden habe, genau von dem gleichen Problem. Als wenn sie Neuaquarianer oder sonst irgendwas sind. Und das ist eben genau das, was die Zoobranche oder was der Fachhandel sozusagen extrem schätzt. Ja. Ja, just in time bestellen ist immer gut gemachtes Geld bei so einem Sachen. Ja, ja. Für den Handel. Ja, rein, raus. Guck bei den Tieren sind Ewigkeiten haltbar, ist halt so. Ja. Und deswegen, wer mich irgendwo treffen will, messen. Messe, Internet. Aquafisch. Aquafisch, ja. Immer ist eine Traditionsmesse. Dann wird es ein bisschen ruhiger, dann kommt ja die Interzoo als Fachmesse für den Zoofachhandel. Dann geht es weiter Aqua Expo, Animal bin ich. Ich muss gucken, wenn jetzt hier wieder weiterläuft, Fisch und Reptil und so. Ich führe auch die Süßwassersymposien gemacht. Und man muss gucken, welche dann noch dazwischen kommen. Ja. Börsen oder so kann man mich große Börsen auch ab und an finden. Früher ein bisschen mehr unterwegs. Ich mache eben auch noch so, also in meinem Beruf
im Großaquarium, mhm, so Haie und so eine Sache. Okay. Ich gut mal anquatschen, deswegen. Sehr interessant. Ich glaube, da würden. Und halten wir uns gleich nochmal off-cam ein bisschen, weil ich denke, wir nochmal beim Video zusammen. Ja. Wenn euch das interessiert, schreibt es auf jeden Fall nochmal in die Kommentare. Ja. Und wunderbar. Schaut mal hier vorbei, wenn ihr auf der Messe seid. Ja, ja, alles klar. Alles klar. Danke. Danke auf jeden Fall schon mal. Ja. Und ja, wir reden jetzt ein bisschen. Alles klar. Gut, bis dann. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, schaut mal auf die nächste Messe vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss. Cool. So, das ist nur.